Melvin Ifler, erster Match im neuen Jahr. Bekanntes Ergebnis aus eurer Sicht, eine Niederlage, eine knappe. Wie habt ihr die ersten 60 Minuten im 2019 erlebt? Ja gut, eben. Zürich ist eine gute Mannschaft und wir haben probiert, so lange wie möglich das Null zu behalten. Sie machen dann ein dreckiges Goal. Ja, ist sehr schade. Ich denke, wenn man ein Goal bekommt, kann man auch gut mal gewinnen. Aber ja, es ist wie es ist. Wir müssen weiter schauen. Weiter schauen aufs Wochenende. Es sind jetzt, kommen zwei Matches. Nachher geht es lang, bis die Playouts kommen, die alle davon reden, die für euch wichtig sind. Was macht man jetzt in diesem Januar und Februar, um die Spannung hoch zu behalten? Ja, wir spielen einfach. Es geht Spiel um Spiel. Wir sind nicht Profis, um an diese Phase zu denken, sondern wir leben im Jetzt. Und wir müssen uns steigern, das ist klar. Und ja, es ist ein langer Weg. Aber wir überspringen da keine Hürden. Dann wünschen wir euch viel Glück auf diesem langen Weg. Guten Start ins neue Jahr. Merci mal, gleichfalls.